Wenn Hersteller eine neue Version eines beliebten Laufschuhklassikers herausbringen, sind viele Fans dieses Schuhs erstmal besorgt. Oft wird dann zu viel geändert, der Schuh wird komplett neu überarbeitet, sodass man ihn nicht wiedererkennt und oft dann ja, die Fans enttäuscht sind, weil der Schuh eventuell schlechter geworden ist, auf jeden Fall nicht mehr so ist, wie sie ihn ja, liebgewonnen haben. Essex hat jetzt auch den Gel Nimbus 25 komplett neu gestaltet. Also er ist wirklich mit dem Essex Gel Nimbus 24 nicht mehr vergleichbar, was die äußere Erscheinung angeht. Denn nach wie vor handelt es sich beim Gel Nimbus um einen wirklich richtig guten Dämpfungsschuh, einen richtig weichen Dämpfungsschuh. Und warum die 25. Variante tatsächlich noch mal besser geworden ist als die 24. Variante, auch wenn Essex den Schuh einmal komplett auf links gedreht hat, verrate ich in diesem Video. Fangen wir erstmal mit den nackten Zahlen an. Der alte Nimbus, der Nimbus 24, hatte zwei verschiedene Sprengungen. Einmal beim Frauenmodell eine andere Sprengung als beim Männermodell. Der Nimbus 25 hat jetzt durchgängig eine flachere Sprengung, also einen geringeren Höhenunterschied von Ferse zu Vorfuß von 8 mm. Das Gewicht beträgt in der Männervariante 290 Gramm, in der Frauenvariante 255 Gramm, also das sind immer die Mustergrößen. Da hat sich nicht viel getan, der Nimbus wiegt im Grunde genauso viel wie vorher. Und kosten tut er 200 Euro, also ein ja, teurer Premium-Schuh, aber warum sich der Preis eventuell lohnt, auch das in diesem Video. Das hier ist die Männervariante vom Gel Nimbus 25, so wie man ihn im Handel kaufen kann. Das hier, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ist quasi so eine Art Prototyp, ein Erlkönig, den wir von Essex zugeschickt bekommen haben, schon im Dezember, also knapp zwei Monate bevor der Nimbus 25 rauskam. Hier steht kein Name drauf, kein Branding. Also wir wussten, dass der Schuh von Essex kommt. Aber ansonsten sollten wir quasi erraten, handelt es sich um ein komplett neues Modell oder ist es eine Überarbeitung eines bekannten Modells, eines ja schon bestehenden Modells. Und wir waren uns total uneinig. Einige dachten, ja, okay, es könnte der neue Nimbus sein. Ich persönlich dachte, nee, es ist ein komplett neuer Schuh. Der Nimbus irgendwie, ja, nee, so arg werden sie ihn nicht verändern. Aber doch. Das hier ist und war der Nimbus 25. Wie gesagt, so sieht er jetzt aus. Was hat sich verändert im Vergleich zum Nimbus 24? Einmal das Obermaterial. Das ist jetzt gestrickt und besteht nicht mehr aus einem Engineered Mesh. Und dieses Strickobermaterial ist ja, rundum gelungen. Es ist sehr weich, nicht besonders dehnfähig, aber hat genau diese Festigkeit, die man braucht, um den Fuß gut im Schuh zu halten, aber auch um Komfort zu bieten. Die Zunge, die ist sehr, sehr, sehr dünn gestaltet also und sehr stretchy, also sehr perforiert auch, kann man sehr in die Länge ziehen. Nicht stark gepolstert, ist aber gar kein Problem, weil die Schnürsenkel flächig sind und dadurch verteilt sich der Druck auf dem Spann. Der Schuhkragen, das ist noch zu erwähnen, ist sehr weich gepolstert, also richtig so eine dicke Wulst drin, die auch die Ferse einfach sehr gut im Schuh hält, sodass da kein Schlupf entsteht. Und zusammen eben mit diesem weichen, aber dennoch festen Obermaterial, was genau die richtige Dichte hat, gerade hier im Mittelfußbereich, wo der Fuß gut gehalten werden muss, funktioniert sehr gut. Die generelle Passform ist, das überrascht, wenn man den Schuh sieht, selbst für schmale Füße wirklich gelungen. Also schmale Füße, normal breite Füße finden ausreichend Platz, ohne dass sie den Schuh dann zu eng schnüren müssen, ohne dass dann hier vorne wieder so eine Wulst entsteht. Nur wer sehr breite Füße hat, beziehungsweise sich viel Platz für die Zehen wünscht. Also wer breite Füße hat und sich viel Platz für die Zehen wünscht, findet hier vorne in der Zehenbox eventuell nicht genug Raum. Ansonsten ist dieses neue, dieses überarbeitete Obermaterial, die generelle Passform sehr gelungen, sehr komfortabel, ausgelegt für viele Kilometer. Also wir haben wirklich niemanden im Testpool gehabt. Also viele sind ja schon diesen Schuh gelaufen. Hunderte Kilometer. Ich persönlich bin diese Variante tatsächlich inzwischen bestimmt über 200 Kilometer gelaufen. Hatte nie irgendwo eine kleine Druckstelle und das haben auch alle anderen berichtet, die den Schuh bei uns gelaufen sind. Was das Obermaterial angeht, Daumen hoch. Dann weitere Neuerung. Der Gel Nimbus heißt ja Gel Nimbus, weil er bislang über Gel-Elemente verfügte. Auch der Gel Nimbus 25 verfügt über Gel-Elemente, beziehungsweise nur noch ein Gel-Element. Das ist nun nicht mehr sichtbar. Beim Gel Nimbus 24 war noch eins unter dem Vorfuß, eins unter dem Rückfuß.
Nun befindet sich nur noch ein Gel-Element integriert unter dem Rückfuß. Und das soll besonders hohe Dämpfungswerte erzielen, also besonders gut Kräfte auffangen und dann ableiten, was sich natürlich gerade für schwerere Läuferinnen und Läufer eignet, die über die Ferse abrollen. Aber auch für alle anderen bietet der Gel-Nimbus 25 ein wirklich sehr angenehmes Dämpfungsverhalten. Das neue Flight Foam Echo Plus. Nein, Flight Foam plus Echo, Mittelsohlenmaterial. Echo, weil es zu 20% aus Zuckerrohr besteht, ist nochmal weicher geworden als das Mittelsohlenmaterial beim Nimbus 24. Es ist sehr reaktiv, also man hat nicht das Gefühl, dass Energie beim Aufkommen auf dem Boden verpufft, sondern es gibt auch wieder Energie ab in den Laufschritt. Und es ist wirklich auch im gesamten Bereich der Mittelsohle angenehm weich und reaktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass man spürt, dass vorne kein Gel-Element mehr ist, sondern egal, wie man mit diesem Schuh landet, ob auf dem Vorfuß, Mittelfuß, Rückfuß, man hat überall ein angenehm weiches Dämpfungsverhalten, genau das richtige Dämpfungsverhalten. Also bei uns hat jeder Tester gesagt, dieser Schuh fühlt sich angenehm weich gedämpft an, ohne dass er schwammig ist. Also das macht das Mittelsohlenmaterial wirklich sehr gelungen. Es hat genau die richtige Dichte, um Stöße abzufangen, angenehm weich zu dämpfen, aber dann auch in die Abrollbewegung überzugehen. Apropos Abrollbewegung, man sieht schon, vorne ist der Schuh aufgebogen, hinten auch ganz leicht. Das ist jetzt keine richtige Rockerkonstruktion, aber schon so eine angedeutete und das spürt man beim Laufen. Also es ist wirklich ein sehr harmonisches, sehr angenehmes Abrollverhalten, was auch wieder für alle gleichsam gut funktioniert, egal ob man auf dem Rückfuß landet, auf dem Mittelfuß oder auf dem Vorfuß. Der Gel-Nimbus war ja schon immer ein wirklich toller Dämpfungs-Allrounder, ein hochwertig verarbeiteter Premium-Dämpfungsschuh. Und das ist beim Nimbus 25 nicht anders. Das ist wirklich auch ein sehr hochwertig verarbeiteter, toller Laufschuh für alle, die Komfort haben möchten. Was der Nimbus 25 jetzt quasi noch on top kann, ist, dass er eine gewisse Dynamik hat. Das liegt eben an der Sohlenkonstruktion, dieser leicht gebogenen Form, an dem Mittelsohlenmaterial, was reaktiv ist und was so ein bisschen Energie zurückgibt. Ein längerer Lauf, wo man am Ende auch mal ein bisschen flotter läuft oder generell einfach so ein bisschen so ein nicht unbedingt Tempodauerlauf, aber so ein zügiger Dauerlauf. Da macht der Schuh wirklich, wirklich Spaß und ist dann auch nicht zu schwer. Also das Gewicht 290 Gramm bei Männerversion, 255 Gramm für die Frauenversion ist absolut im Normalbereich für Dämpfungsschuhe mit so einer dicken Mittelsohle, mit so einer weichen Dämpfung und mit so viel Komfort auch im Obermaterial. Und da macht der Schuh wirklich alles richtig und ist sogar eine Option für Läuferinnen und Läufer, die einen etwas stabileren Schuh benötigen. Instabil ist der Schuh auf gar keinen Fall. Er greift jetzt aber auch nicht krass in den Abrollvorgang ein, weil es gibt keine stabilisierenden Elemente. Die Zwischensohle besteht komplett aus einer Dichte über die gesamte Länge. Dennoch, durch die Breite, durch die Plattform, die man hat, führt der Schuh die Laufbewegung des Fußes. Daher durchaus eine Option für alle, die einen etwas stabileren Laufschuh benötigen. Das Loblied auf den Gel Nimbus 25 ist damit aber jetzt vorbei, denn ein Kritikpunkt gibt es und zwar betrifft er die Außensohle. Das ist so eine Vollkontakt-Außensohle, sehr flächig, quasi kein Profil, hier nur so kleine Löcher und die läuft sich auf der Straße hervorragend, sehr angenehm, hat auch guten Grip, natürlich wenn es trocken ist aber auch wenn es nass ist, haftet sie sehr gut auf dem Boden. Was sie nicht so mag, ist alles, was so ein bisschen glitschig ist. Also wenn man schon auf Parkwegen läuft und da sind so, es hat so leicht geregnet und es ist alles so ein bisschen schmierig oder es liegen Blätter auf der Straße, dann kommt die Außensohle tatsächlich an ihre Grenzen und ist so ein bisschen rutschig. Von daher ist der Gel Nimbus 25 vor allen Dingen ein Schuh für die Straße, dafür ist er auch konzipiert, aber weil ja viele tatsächlich bei ihren alltäglichen Läufen durch einen Wald kommen, über Feldwege laufen, muss man mal schauen, da ist der Schuh tatsächlich dann bei nassen Bedingungen nicht die allerbeste Wahl. Unser Fazit zum Essex Gel Nimbus 25, tatsächlich ist das einer der besten Dämpfungs-Allround-Laufschuhe, die es auf dem Markt gibt. Ein gelungenes Update, Komfort, Dynamik, eine gewisse Stabilität, all das vereint in einem hochwertig verarbeiteten Laufschuh. Ein Schuh, der für viele Kilometer gedacht ist, für lange Läufe gedacht ist, auch für den alltäglichen Dauerlauf, macht wirklich viel mit. Also es ist so ein Schuh,
Wenn man nur den im Schrank hätte, wäre man für viele Dinge sehr, sehr gut bedient. Und noch eine Notiz zum Ende des Videos. Essex hat sich nicht nur ins Zeug gelegt, einen besonders tollen Laufschuh zu erstellen, zu entwickeln, sondern hat auch darauf geachtet, dass das Thema Nachhaltigkeit beachtet wird. Das Polyester ist recycelt zu einem Großteil. Der ganze Färbeprozess ist überarbeitet, überdacht worden und spart CO2 ein. Und die Mittelsohle, habe ich schon erwähnt, besteht zum Teil aus Zuckerrohr. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass der Fußabdruck dieses Schuhs hoffentlich geringer ist, als es bei früheren Laufschuhmodellen der Fall war. Definitiv eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist der Essex Gel Nimbus 25 für uns eine klare Kaufempfehlung für alle, die einen bequemen Dämpfungsschuh suchen, mit dem sie viele Kilometer abreißen möchten.